Leute, heute habe ich einen Tipp für Krypto mitgebracht, den eigentlich jeder Kryptospieler wissen muss, meiner Meinung nach. Der wurde irgendwann mal gepatcht vor ewigen Seasons und hat eine passive Fähigkeit bekommen, die nicht mal in der Legendenbeschreibung steht. Und zwar passiert Folgendes. Ich gehe davon aus, dass die absolut krassen Kryptomains, die lange dabei sind, das wissen. Aber es gibt auch viele neue Spieler, die das einfach nicht wissen. Schaut auf meine Car, 14 Schuss mit einem lila Mac. Schaut auf meine Rampage, 31 Schuss, 27 Schuss. Ich gehe mal eben ganz kurz in meine Drohne. So, die Rampage ist wieder voll. Die Car ist wieder voll. Die Drohne hat folgende passive versteckte Fähigkeit. Wie ein goldenes Mech lädt sie beide Waffen wieder nach. Achtung, zu beachten gilt. Ich schieße nochmal runter. Ich schieße auch die nochmal runter. Ihr müsst lange genug in der Drohne sein. Ihr bekommt sowohl ein optisches als auch ein Audio-Feedback, ein Nachlade-Feedback, was ihr im Eifer des Gefechts wahrscheinlich überhört. Schaut einfach mal, ich gehe jetzt nochmal in die Drohne rein und über dem Pennywise-Schriftzug, quasi den zweiten Charakter, schaut da nochmal genau hin und da seht ihr das optische Feedback im Zweifel. Also einmal in die Drohne rein und jetzt da seht ihr gleich, zack, Rampage nachgeladen. Und jetzt kommt Car nachgeladen. Die laden nicht gleichzeitig nach. Wenn die erste nachgeladen ist und ihr geht zu schnell raus, ist auch nur diese eine nachgeladen. Wie gesagt, das ist definitiv ein Tipp, den sollte jeder Kryptomain kennen. Schreibt mal in die Kommentare als Kryptomain. Kanntet ihr es? Selbst wenn ihr kein Kryptomain wart, wusstet ihr, dass das eine versteckte passive Fähigkeit von Krypto ist?